einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video. Ihr ahnt es bereits, heute geht es um eine Banane. Da haben wir sie. Eine stinknormale Banane und im Titel steht jetzt wahrscheinlich irgendwas von Banane mit Motor oder irgendwie sowas. Ist natürlich vollkommener Quatsch, also ich zeichne jetzt hier keinen Motor rein. Das wäre ja total verrückt. Nein, Spaß, natürlich machen wir das. Hier kommt jetzt ein Motor rein und zwar aus folgendem Grund. Ich wollte diese Banane eigentlich schon letzte Woche zeichnen, aber die sieht irgendwie so, ja, so neu aus und so überhaupt nicht gebraucht und da ist überhaupt nichts dran, was man wirklich zeichnen kann. Deswegen, keine Sorge, ich werde die lieber essen, anstatt so wie die Birne verrotten zu lassen. Die ist jetzt übrigens fertig, die kommt in den nächsten Tagen auch. Wir machen hier aus einfach mal so ein spezielles Projekt und zwar eine Banane mit Motor. Das hat es bestimmt noch nicht gegeben, zumindest habe ich noch nichts in der Richtung gefunden. Deswegen reserviere ich mir jetzt diesen Titel und diese Motorbanane. Wir fangen ganz normal an, wieder auf dem schönen Aquarellpapier, ziehen das jetzt hier einmal so rüber. Es ist gerade viel zu hell, sehe ich. Das muss ich gerade mal eben ändern. So, mal eben ein wenig angepasst. Ich denke, damit kann man etwas besser arbeiten. So, diejenigen, die mich jetzt schon kennen, die wissen ganz genau, dass ich etwas dreckig arbeite. Das heißt, alles, was hier jetzt im Inneren ist, das wird genauso belassen. Und da zeichne ich dann später einfach drüber. Wir arbeiten danach mit Aquarell und Buntstiften weiter. Und jetzt geht es erstmal ans Innere. Jetzt muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, wie kriege ich das denn hier überhaupt glaubhaft rein? Ich möchte jetzt erst nicht nur aushüllen und dann Motor rein und fertig, sondern es soll so ein bisschen eingebaut aussehen, dass hier teilweise so Fetzen irgendwie so hochstehen. Oder halt zum Beispiel ein Auspuff, dass man den hier so rausgucken lässt oder da oder ja, muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Wir müssen auf jeden Fall erstmal festlegen, was das für ein Ding ist und zwar gerade erstmal Vorzeichnung. Also hier haben wir Zettel und ich will, keine Ahnung, Kasten, keine Ahnung, Verbindung, zack, zack und hier kommt der Auspuff. Irgendwie sowas soll das im Endeffekt dann werden. Das heißt, hier oben kommt dann der Motor drauf, das wird ein Zweizylindermotor. Das ist also, mehr weiß ich jetzt auch nicht, also alles andere ist dann frei improvisiert. Das ist ein eigenes Ding. Hier neben kommt dann noch irgendwie so ein Block, wo dann so Rohre rauskommen. Hier oben kommen zwei, keine Ahnung, Lüfter, irgendwie sowas. Und das hier ist verbunden und hier zwischen sind ganz viele Kabel und hier unten halt der Auspuff, das Endrohr, da kommen die Abgase raus. Und das bauen wir jetzt hier so rein, ganz einfach. Fangen wir mal an. Die Größe macht das nicht einfach, aber ich wollte jetzt nicht zu krass hier das zu groß machen, weil das dann extrem lange dauert. Machen wir so hier, hier leicht schräg. Jetzt wäre es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man so ein bisschen die Technik hier verstehen würde. Das, was man zeichnet, aber da habe ich wenig Ahnung von, muss ich sagen. Also ich weiß, wie mein Motorrad funktioniert. Ich kann so ein paar Dinge am Auto machen, mache ich jetzt nicht so viel. Aber ja, so etwas halt. Also so ein Grundwissen. Ich weiß, wo der Motor ist, ich weiß, wo die Reifen sind. Genau, wie ich ins Auto reinkomme, das weiß ich auch. Das ist auch sehr viel wert. Ich konzentriere mich dann lieber aufs Fahren, auf das Machen, genau wie das Zeichnen selbst. Also ich bin jetzt auch nicht der Theoretiker, der hier stundenlang Vorträge halten kann über die, ja, oder so Theorie. Also ich mache lieber, ich bin eher der Macher. Nur im Auto ist es halt nicht das Reparieren, sondern das Fahren. Ich habe ja auch ehrlich gesagt wenig Plan, wie ich das immer aufbaue. Wenn ich mit sowas anfange, dann baue ich ja meistens, sind wir wieder bei diesen Grundkästen, also irgendwie so einen Grundkasten. Und den verfeinere ich dann, weil da kann man dann Sachen dran zeichnen oder dahinter, wie hier zum Beispiel, mache ich jetzt einfach so einen Kasten dahinter. Hier vorne ist das und hier kommen jetzt irgendwie so zwei Röhren raus. Entscheide ich jetzt einfach mal so. Also da muss man halt so ein bisschen gucken, wie es passt, wie es Sinn macht. Und das Schöne bei diesen Sachen hier ist zum Beispiel, dass man frei entscheiden kann. Also es ist ja komplett mir überlassen, wie ich das Ganze hier positioniere. Und wenn eine Sache nicht aussieht, dann mache ich es halt wieder weg. Oder zeichne es erst gar nicht rein. Das ist, hat halt den Vorteil, dass man den Anschnitt, je nachdem wie ein Objekt halt in Szene gesetzt ist, ganz bewusst wählen kann. Und nicht, wenn man irgendwas irgendwo hinlegt und man muss das jetzt abzeichnen und dann liegt das schlecht. Oder dann sind die Anschnitte so ganz komisch, unrealistisch. Das ist dann in echt immer. Ja, also in echt ist das dann so, aber wenn man zeichnen möchte, sieht es komisch aus. Und das Problem hat man halt hier in der Regel nicht, weil man alles nach seinen Vorstellungen variieren kann.
So, und ich entscheide jetzt hier grob, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier oben, was sind das? Luftfilter, genau. Da gab es doch damals, da hat man auch immer diese ständige, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber damals war das extrem mit dem Tunen von Autos und Sportauspuff, Luftfilter, Fächerkrümmer und den ganzen Kram. Da weiß ich noch mal diese runden Dinger mit diesen Rillen an der Seite, also mit der Lüftung. Das sieht natürlich geil aus, wenn man das irgendwo drauf hat. Oder diese kegelförmigen, die gab es ja auch immer. Weil ich die jetzt hier aerodynamisch finde, das passt besser zu Bananen. Eine Motorbanane, die muss ja noch, keine Ahnung, was man damit machen soll und kann. Also sich Räder, nee, Räder mache ich jetzt nicht dran. Räder, nee, das ist dann einfach so ein Bananenmotor. Es gibt ein Bananenmotorboot und da machen wir jetzt einfach mal einen Bananenmotor draus. Hier ist übrigens das Hauptabgasrohr und das kommt jetzt hier wieder raus. So, das lassen wir jetzt hier mal so leicht einmal so rauskommen. Da ist es geschweißt. Da geht es nach hinten und hier kommt ein schöner, fetter Schalldämpfer dran. Ganz nach den Richtlinien, damit bloß kein Lärm entsteht. Also nicht falsch verstehen, wenn das ein schöner Sound ist, dann ist das echt kein Thema, wenn man den mal hört. Und dann kann man den auch mal richtig aufdrehen, weil das klingt schon schön. Aber es gibt mittlerweile so viele Maschinen, die klingen einfach wie der letzte Dreck. Und dann fahren die Leute, also ich wohne ja hier in der Stadt, dann fahren die Leute mit diesen Maschinen, und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Motorräder oder so, das ist in der Regel eher seltener, sind wirklich diese Autos. Und dann so Autos, die eigentlich, ja, so normale, komische Autos, billige Dinger, die dann mit irgendeinem komischen Sportauspuff versehen sind, der dann einfach total schrecklich klingt. Also da hätte man den wegmachen können und es wäre besser gewesen. Und dann gucken die damit in der Stadt Corso rum mit diesem lächerlichen, komischen Auspuff. Und deswegen baue ich jetzt hier einfach so einen Dämpfer dran, dann stört das keinen und... Wobei der bestimmt toll klingen würde. Hier so ein Bananenmotor-Auspuff-Sound, der klingt super. Den muss ich dann irgendwann auch noch entwickeln, wenn ich das Ganze animiere. Mal gucken. Der hat hier vorne und hinten dann so Bereiche, die sind dann abgefasst. Also hier geht das dann so schräg. So, also man erkennt jetzt noch nicht so viel, ne? Aber wie gesagt, die feinen Details, die mache ich dann später mit Fineliner wieder rein. Weil ich jetzt hier echt aufpassen muss, dass das Video nicht wieder Stunden dauert. Weil das echt ein größeres Unterfangen ist, merke ich gerade. Hier kann man ja, oh, hier kann man sich ja verlieren. Das ist ja, oh, ein Traum für jeden Illustrator. Gut, das Hauptrohr hätten wir. Hier oben ist auch alles ready. Hier zwischen kommen noch so Kabel. Da ist ein kleines Schild an der Stelle. Da steht dann vielleicht was drauf. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege auf die Größe. Das ist ja jetzt nicht so groß, ne? Also meine Hand ist so groß und das ist jetzt... Ja, ist DIN A5, also wenn ihr es vergleichen wollt. Immer schon ein bisschen fricklig, aber ich finde das dann schöner, weil wenn ich das auf DIN A3 machen würde, das, ja, dann könnte man sich irgendwo im Saal angucken, vielleicht aus 3 Meter Entfernung, aber das verfünffacht die Arbeit mal eben und besser wird es dadurch auch nicht. Also ich kann dann nur noch mehr Details einbauen, nur das muss dann nicht sein. Ich denke nicht, dass die Zeichnung dann besser wird, weil das ist ja jetzt mehr so eine Idee, die einfach durch die Idee lebt. Und nicht durch die ja, professionelle Darstellung der Zeichnung. Wenn ich jetzt ja eine Banane in Acryl malen würde, dann wäre es schöner, wenn man das groß macht, so, wenn man dann viel besser arbeiten kann auch. Das passt dann auch besser zur Technik, als jetzt hier dran rumzufummeln. Aber sowas ist ja, da muss die Idee ja leben. Und ich finde, die passt jetzt hier ganz gut rein. Bekommt die genau die richtige Aufmerksamkeit. So, hier unten ist ein ganz spezieller Bereich. Jetzt mal gucken, von hier nach da, genau. Wo lasse ich da jetzt was rauskommen? Ich wollte hier noch irgendwas, hier unten ist das so leer, irgendwas hier einfügen. Ja, machen wir mal, ja, hier drunter. So, ihr guckt jetzt noch so ein Steckelement. Das geht jetzt hier unter dem Rohr her. So, und dann ziehen wir das hier noch so rum. Genau, das ist jetzt hier drüber. Das geht jetzt bis da. Ja, das sieht doch gut aus, schön. Und hier kommen, das meine ich jetzt wieder mit Anschnitt. Ich könnte die jetzt auch so gehen lassen. Das kann ich auch machen. Also eins machen wir das erste hier so. Das zweite so und das dritte so. Und das vierte lassen wir einfach hier so runterhängen. Und genau, das ist jetzt, wenn man es nicht erkennt, das sind kleine Stecker für, weiß ich nicht, Sicherung oder irgendwie sowas ähnliches. Die kommen jetzt alle da rein. An der Stelle noch die Längsnaht, wenn es sowas geben sollte, keine Ahnung. Da haben wir überall einen Ring drum, da auch. Das passt auch soweit. Auch noch eine Längsnaht machen. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Ich finde, das passt auf Rohren immer so gut. Hier kommt diese Aushöhlung. Inzwischen ist es schwarz. Ja,
da, das, 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 das. Optisch schön verteilt, hoffe ich, denke ich. Hier können wir vielleicht noch, genau, das ist gut. Da guckt die Schale noch etwas hoch, genau wie hier und da. Der Rest ist hier schön verflanscht, da können wir später mit Farbe noch drum gehen. Hier kommen natürlich noch die kleinen Schräubchen rein, das macht sich auch immer sehr, sehr gut. Ach komm, machen wir hier noch. Hier ist gerade so leer, oh Mann, ich will aufhören. Hier kommen jetzt noch so kleine. Ja, genau, fällt mir gerade ein, wie bei so Hot Rods, die haben das so auch. Die haben hier so mehrere Ausgänge, wo dann halt noch Abgase rauskommen. Keine Ahnung, ob der Motor das braucht oder ob das jetzt nur Show ist. Irgendwie so verlängern wir die Banane einfach noch so ein Stück. Da kommen jetzt auch nochmal Abgase raus. Das ist so ein seitlicher Ausgang, damit so ein bisschen Druck schon mal entweichen kann. Hier, denke ich mir, kommen noch so ein paar Schräubchen hin. Dann sieht das auch noch ein bisschen technischer aus. An der Stelle auch. Das macht sich immer ganz gut. Dann hält es auf jeden Fall. Das hier oben wird dann später noch durch zwei geteilt. Da gucken wir jetzt nicht, dass es zu viel wird. Und hier zwischen kommt noch ein... Genau, ein Leerbereich. Das hier ist leer, das hier oben ist voll. So, und jetzt wird es knifflig, das Ganze mal richtig auszuarbeiten. Aber da fangen wir jetzt direkt mal mit an. So, 20 Minuten sind schon vorbei. Super, so schnell geht das. Neues Video starte ich mal eben. So, da sind wir wieder und ich habe das Ganze mal etwas näher dran gemacht. So sieht man das etwas besser. Wir fangen einfach mal an. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht durcheinander komme. 1, 2, 3. Das heißt, dieser dritte Teil hier bleibt leer und der kommt wieder raus. Also so. Genau, perfekt. Und das gleiche auf der anderen Seite auch. Vorhin machen wir erst diesen Bereich hier. Ich sehe da gerade irgendwie ein Gesicht drin, muss ich sagen. Also hier, Auge, Auge und das sind so offene Zähne. Also seht ihr es auch, ja? Jetzt würde ich hier ganz gerne erstmal den rechten Teil machen, dass wir hier die Bleistift-Dinger da wegradieren können. Machen wir hier gerade mal eben die Kabel. Ein paar Strichstärkenunterschiede sind zum Beispiel nie verkehrt. Wenn man hier jetzt direkt so ein paar, also hier dieses dicke Rohr zum Beispiel, habe ich mit einem dickeren Strich gemacht als diese Kabel, dass die einfach so ein bisschen filigraner wirken und sich deswegen absetzen. Was ich hier eben noch vergessen habe, das war so ein formschönes Hitzeschutzblech. Das will auch jeder an seinem Auspuff haben. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich entgegen meiner Versprechung gar nicht dreckig zeichne, sondern alles weggradiert habe. Aber halt nur, weil ich das Blatt schön sauber lassen wollte. Normal kann man da jetzt auch so drüber zeichnen, aber dann verläuft sich das halt. Das ist vielleicht etwas zu viel Technik für dreckig. Da muss man auch einfach mal sauber sein. Das wäre der Block und jetzt eben noch die Luftfilter installieren. So, dazwischen kommen jetzt noch die Kabel. Hier können wir vielleicht auch noch ein paar hinmachen. Das hier können wir vielleicht noch so befestigen. Da sind doch mal so fette Schrauben drauf, die das Ganze halten. Ach, jetzt sieht es noch mehr nach dem Gesicht aus. Oh nein. Egal. Diese Schläuchen hier geben einfach mal so eine kleine Rifflung. Die sieht dann so aus. Das sind ja keine Stahlschläuche, sondern Gummischläuche. Ich weiß gerade noch nicht, was ich da drauf schreibe. Ich würde die Engine gerne benennen. Da überlege ich mir noch einen Namen. Da kommt noch irgendwas hin. So, bezüglich der Engine ist mir gerade auch was eingefallen. Ich weiß nur nicht, ob es hier reinpasst. Und zwar... Passt. Erkennt man es? Ich kann ja mal gucken, ob ich da irgendwie reinzoomen kann. Und zwar ist es das, was ich schon länger mal machen wollte, was bald noch kommt. Und zwar werde ich den Stampfern den Kampf ansagen. Genau, den Stampfern. Der Kanal, ich habe den ursprünglich als Stampfer gehabt, also weil der kleine Elefant ist ja der Stampfer. Und dann habe ich halt überlegt und geguckt und was mache ich und wie mache ich es und habe halt rumprobiert und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, okay, da muss noch irgendwas dazu, weil ja, da fehlt noch irgendwas. Keine Ahnung, wie das jetzt zu der Überlegung im Endeffekt kam. Auf jeden Fall war das dann
Da wurde erst Sir, also Sir stand, glaube ich, mit zur Auswahl, und Mister. Und ich fand, Mister hatte auf jeden Fall den besseren Klang, also Mister Stampfer. Das passt irgendwie ganz gut zusammen. Sir Stampfer wäre so, hätte auch nicht zu mir gepasst, weiß ich nicht. Also Mister ist irgendwie besser, so. Das ist ein bisschen lässiger als Sir, weiß ich nicht. So abgehoben irgendwie. Nee, und deswegen Mr. Stampfer 7000, weil irgendeine Maschine braucht immer, denke ich jetzt gerade an den T-1000, wie heißt der, von Terminator da, der Arnie, ja. Und warum ich den Stampfer in den Kampf ansagen will, weil, wenn man nur nach Stampfer googelt, dann findet man auch nur einen Stampfer, und zwar die von der Baustelle. Diese fetten Stampfer, die halt eben alles platt machen, was im Prinzip ja nicht verkehrt ist, so, aber hat halt nicht meinen Kanal gefunden, sondern die Stampfer. Deswegen passt das mit Mr. Stampfer auf jeden Fall besser, aber ich habe da auf jeden Fall noch was vor, um auf dieses Stampfer Bezug zu nehmen, aber das kriegen wir schon hin. Das kommt dann irgendwann. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich würde sagen, genug. Und jetzt geht's an die Aquarellarbeiten. So, ich habe mir hier mal ein wunderschönes Gelb angemischt und da fangen wir jetzt gleich mit an, und zwar hier, und gehen da jetzt erstmal direkt schön mit rein. Hier oben das dünne Stück nicht vergessen. Auch das ist noch Banane. Dadurch sieht das so ein bisschen eingefasster aus. Das ist auch wieder dieser Anschnitt, den ich meine. Hier konnte ich jetzt frei bestimmen, ob ich dahinter noch was sehe oder nicht. So, ich habe jetzt den kompletten Technikbereich erstmal grau vorgemalt, dass hier einmal so eine Grundfarbe mit drin ist. Einfach damit keine Blitzer entstehen, nachher diese weißen Punkte und so, das sieht dann doof aus. Jetzt haben wir erstmal einen einheitlichen Ton und dann lassen wir das erstmal trocknen. Dann können wir hier weitermachen mit den Feinheiten. So, das Ganze Ding trocken. Wir fangen hier direkt mal mit den Kabeln an. Die machen wir jetzt an einem, ja, Mittelgrau. So, und erstmal alles, was dunkel muss, dunkel machen. Weil das ist dann schon mal weg. So, da ist der Akku auch schon fast wieder leer. Ich würde sagen, den lade ich gerade mal. Im Prinzip ist der Motor gleich so weit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht mit dem Auspuff kurz weitermache. Dann geht's danach direkt an die Bananen. So, aber jetzt erstmal ein bisschen Akku nachladen. So, da bin ich wieder. Und ihr seht, es hat sich etwas verändert. Und zwar habe ich mir eben überlegt, irgendwas fehlt hier noch. Das war so leer. Und hier habe ich unten mal so ein paar Rohre noch dran gezaubert. Und hier so eine kleine Abdeckung, so eine Metallabdeckung. Jetzt ist dieser Motor hier so als Einheit zu sehen. Der kommt hier unten auch noch raus. Ich denke, jetzt ist die Banane so ganz gut eingefasst und der Motor fügt sich hier schön mit dazu sozusagen oder ein. Den müssen wir jetzt gerade eben noch nacharbeiten. Das machen wir eben mal eben schnell. Ich mache das doch eben mit Wasserfarben. Dann haben wir hier auf jeden Fall nicht diese kleinen weißen Stellen drin, sondern ein einheitliches Bild. So sieht das aus. Jetzt mal eben trocknen lassen. So, es ist wieder trocken und jetzt gehen wir hier wieder rein. So, das wäre jetzt unten. Dabei immer schön darauf achten, dass man die Kanten hier ordentlich betont, damit das auch schön, ja, dreidimensional aussieht. Also ein bisschen Reflexion. Eine Metall ist schon nicht so einfach. Also das ist echt am besten, wenn man jetzt irgendwas Echtes vor sich stehen hat, als sich das auszudenken. Also ein echter Motor sieht jetzt nochmal anders aus, wenn das ein schöner, verchromter Block ist. So, ich denke, dieser Auspuff hier ist das Einzige, was ich so etwas glänzen lasse. Das geht dann auch schon mehr in die Richtung Metall. Aber das wäre da oben, glaube ich, zu... Ja, ich weiß nicht, ob es gepasst hätte. Das kann da ruhig ein bisschen alt aussehen. Ich habe die ja so leicht anrosten lassen. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Einmal das Gelb. Jetzt haben wir hier praktisch ein Live-Vorbild. Ist im Vergleich noch etwas hell, ne? Ja, da müssen wir mal gucken. Dunkler wird es auf jeden Fall. Schauen erstmal. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe jetzt hier mal so Kreise hingemalt. Ah,
Aber ich glaube, die mache ich da weg. Ich hatte überlegt, dass ich da noch so, ja, so Schraubenköpfe rausgucken lasse. Aber im Endeffekt, ja, vielleicht wird das dann doch wieder zu viel. Das ist jetzt schon wieder so unerwartet viel da unten noch zugekommen. Deswegen lassen wir das erstmal so und gucken, wie es jetzt wird, wenn wir die Banane bearbeitet haben. So, ich mache die jetzt zunächst einmal etwas dunkler von unten, dass man diese Trennung zwischen hell und dunkel ganz gut sieht. Dann kann man das nämlich hier in der Mitte schön hell ausarbeiten, vielleicht noch ein paar Akzente reinmachen oder nach unten hin wesentlich dunkler nachziehen. Jetzt haben wir das unten drunter auch. Jetzt können wir gerade nochmal hier gucken und den Strunk hier etwas ausarbeiten. Der ist etwas dunkler, hat aber auch noch so teilweise so helle Stellen mit drin. Hier gebe ich dem jetzt einfach mal so ein paar Druckstellen, weil wenn man hier so einen Motor einbaut, dann ist das schon nicht ganz so, ja, filigran. Bei den Druckstellen muss man beachten, dass die ja sehr definiert sind. Also Bananendruckstellen, wenn das nicht jetzt irgendwelche Schrammen sind oder so, dann sind die sehr definiert, also wirklich mit harter Kante. Und das sieht dann auch, ja, wirklich so aus, wie man hier sieht. Also da sind, ja gut, das sind jetzt noch weiche, aber ach, lass das mal noch etwas liegen, das Ding. Und zack, sind das harte Druckstellen. Deswegen können wir jetzt hier ruhig auch einige harte Bereiche reinbauen. Dann sieht das schon gleich ganz lebendig aus. So, im unteren Teil schraffiere ich nochmal mit Sepia dunkel drüber. Dadurch kriege ich das nochmal etwas mehr Schatten. So, und fertig. Das wäre die Birne mit Motor. Ja, ein schönes Ding geworden, würde ich sagen. Das habe ich zuvor auch noch nicht gesehen. Leider nicht in Originalgröße, aber ja, zumindest auf Papier. So, jetzt kann ich die nämlich vernünftig essen. Und die kann jetzt hier laufen. Ich weiß gar nicht, mit was sie läuft. Bananensaft. Würde ich sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Bis hierhin. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich glaube, das werde ich in Zukunft auf jeden Fall nochmal öfter sagen. Gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, wenn ihr das gut fandet. Dadurch wird man hier nämlich bei YouTube besser gerankt. Sonst findet mich hier keine Sau. Und das wäre ja schade, so einen tollen Bananenmotor der Welt vorzuenthalten. Wer weiß, wozu der noch gut ist. Mal gucken. Ja, bis dahin würde ich sagen, macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.